Hallo, ich bin Andrea Nienhaus von den Sozialhelden und bin hier heute Gastreporterin in Berlin. Wir sind ein Netzwerk von Leuten, die sich tolle Projekte ausdenken, wie zum Beispiel Fantastisch Helfen oder wir schreiben das Weblog Alles, was gerecht ist und stellen dort Projekte vor, die wir gut finden oder auch eigene Sachen, die wir machen und versuchen, ja, so ein paar Missstände zu verbessern, also vor allen Dingen auf einer sozialen Ebene, aber das so zu machen, dass es auch Spaß macht, dass es auch anderen Spaß macht, mitzumachen und ja. Obwohl es kalt ist, ist es ja so eine warme Frage, dass ich hoffe, dass jemand Zeit findet, kurz was dazu zu sagen, weil ich glaube, dass das etwas ist, worüber sich jeder Gedanken macht oder schon mal gemacht hat. Meine Frau. Auch meine Freundin, ja. Mein Leben. Liebe und ein Kind. Darf ich Sie was fragen? Fragen Sie. Was ist das Wertvollste, das Sie haben? Meine Freundin. Schön? Richtig gewesen? Es gibt kein richtig oder falsch. So, okay. Gut. Ja, das würde ich so unterschreiben wollen. Zwischendurch mal auf die Straße gehen finde ich super, weil ich finde immer vorm Rechner sitzen total langweilig. Das Wertvollste, was ich habe? Meine Gesundheit? Also das Wertvollste, das ist meine Schwester in Schweden, weil wir kommen nach Schweden und so. Also meine Schwester in Schweden. Mein Mann. Jetzt wissen Sie. Und was ist das Wertvollste, das Sie haben? Ja, dann sage ich auch meine Frau und unsere Enkelkinder. Mein Sohn und mein Partner. Ja. Und gibt es noch was? Ein Job. Ist auch wertvoll. Und meine Kunst, ja. Ja, man muss die nochmal fragen. Und was noch? I think it's my own life. It's the important thing. So, I do all the things in my life for my life. And is there something special? I think my mother or something like that, yeah. Maybe. Was ist das Wertvollste, das Sie haben? Meine Kinder. Und gibt's noch was? Nein. Nein. Das Leben. Mein Leben. Und wenn du es genauer sagen könntest? Mein Leben, damit ich mit meiner Frau und meiner Familie zusammenleben kann. Ja. Mein Hund. Ja, mein Hund. Und was noch? Mein Freund und meine Familie. Ja. Familie, Freunde. Noch was? Fällt mir jetzt so auf die Schnelle nicht ein. Also auf jeden Fall nichts Materielles. Persönliche Freiheit oder so. Wo ich davon gerne mehr hätte. Meine Freunde und mein Leben. Mein Freund, nichts anderes, mein Freund. Und noch was? Jetzt an materiellen Sachen oder? Was für dich das Wertvollste ist? An materiellen Sachen meine Couch, auf die bin ich sehr stolz, dass ich die habe. Ja, nee, und ansonsten, ja, so Familie und Freund, dass man da eine gute Harmonie zwischeneinander hat. Ja. Meine Familie. Was noch? Freunde, vielleicht, ja. Meine Freiheit. Das Wertvollste, was ich habe, ist mein inneres, höchstes Selbst, mein göttliches Selbst, in das ich jeden Tag eintauchen kann mit der Meditation. Das ist mir das absolut Wertvollste.
Gesundheit. Ja, Gesundheit? Partner? Ja. Das wär's dann. Materiell eigentlich gut abgesichert. Gute Sicherheiten. Familie, alles okay. Ja. Da muss ich ja jetzt sagen, meine Frau, oder? Sie müssen gar nichts. Doch, ich denke schon, ja. Wir sind seit 22 Jahren verheiratet und ich denke schon. Und fällt Ihnen noch was ein? Materielles? Also dann wäre der nächste der Sohn. Wir haben ja zusammen einen Sohn und das ist dann wirklich doch sehr wertvoll, ja. Meine Kinder und mein Mann, meine Familie. Noch was? Nö, das ist das Wertvollste. Meine Familie. Meine Freunde. Ja, naja, mein Leben eigentlich. Ja, die Gesundheit. Die Gesundheit. Ja. Noch was? Nö, alles andere findet sich. Okay. Ich hätte gerne noch so ein Überraschungsding. Eine coole Antwort. Wollt ihr was Philosophisches? Oder wollt ihr was weniger Philosophisches? Was Persönliches. Das Wertvollste, was ich habe, ist dieser Moment. Ist aber wirklich so. Okay. Ja. Und was ist so das Wertvollste, was ihr habt?